So, damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Commentary. Ja, ihr seht hier ein Battlefield 3 Gameplay, Team Deathmatch auf Kark Island. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Battlefield 3 ist wirklich jetzt eine Erfrischung gewesen. Ich habe das jetzt gerade erst fresh aufgenommen. Und ja, ich habe es in BE4 versucht, ja, wirklich Naval Strike, versucht ein Gameplay aufzunehmen. Hat nicht funktioniert, oder? Ich habe dauernd irgendwie auf den Sack bekommen und ich bin jetzt auch nicht wirklich der Schlechteste in Battlefield 4. Habe ich mir gedacht, ja komm, na, mach's einfach mal aus Fun BF3 an, warum denn nicht? Wird ja immer noch oft gespielt, wie man es auch wirklich sieht, ihr könnt es ja rausprobieren. Inaktiv ist dieses Spiel ganz bestimmt nicht und tot noch lange nicht, das geht noch weiter. Aus gutem Grund, denn BF3, ganz ehrlich, wenn ich ein Spiel von den beiden aussuchen würde, dann wäre es wirklich BF3. Ja. Ich habe da, keine Ahnung, doppelt so viele Spielstunden wie im BE4. BE4 habe ich 300, glaube ich, ungefähr. Und hier habe ich 600 irgendwas. Und ganz ehrlich, also BF3 ist einfach wirklich, du kannst deine Aktionen, die du wirklich machen willst, kannst du schneller ausführen, besser ausführen und präziser ausführen. Damit meine ich zum Beispiel von der Deckung springen und dann da jemanden abknallen geht besser. Von jemanden weglaufen, das Sprinten geht irgendwie schneller, ja, irgendwie, keine Ahnung. Das Reviven ist um einiges besser, die Distanz davon ist nicht so weit. Das habe ich ja schon mal in einem anderen BF3-Video von mir gesagt. Und auch allgemein sind die Maps irgendwie, die flashen einfach mehr. Das habe ich auch gesagt in meinem anderen Video, in BF4 gibt es einfach nicht so viele Maps, die einfach einen wegflashen. Ja, das war in BF3 anders, zum Beispiel der Dammerwandgipfel von BF3, wie du da runterspringst im Rush-Modus. Das ist einfach nur der absolute Mega-Hammer. Ja, das gibt es hier in BF4 leider nicht mehr. Das heißt, die endgültige Entscheidung wäre dann bei mir doch bei BF3 gewesen, aber man sagt ja immer so schön, man spielt das, was andere auch gerne spielen oder was die Kumpels in dem Fall spielen, denn ich meine, beides macht genauso viel Spaß, wenn man es mit Kumpels spielt, überhaupt keine Frage, aber wenn man es jetzt so allein spielt, wie ich hier in dem Fall, tendiere ich dann doch eher zu BF3. Vielleicht bin ich da auch einfach nur irgendwie besser, ich weiß es nicht, obwohl meine KD da bei 1,7 liegt und im BF3 bei 2,08. Keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir BF3 einfach besser. Ja, ja, und zwar habe ich auch, guck mal hier, den Gegner. Den habe ich auch erstmal gar nicht gecheckt, wo der ist. Und da in der Ecke ist auch noch einer. Ja, also, man muss einfach mal ein bisschen genauer hingucken, ne, in die einzelnen Ecken. Ne, da verstecken sich dann auch die ein oder anderen Höhlentrolle. Kann man so sagen. Ja, also auf jeden Fall. Das Thema von heute ist ein Thema, das uns alle betrifft. Zumindest die hier. Ja, wobei nicht nur Junge, auch Ältere. Und zwar einfach die Sprache von heute. Das heißt Umgangssprache, ja, Abkürzungen, bla bla bla, Trends vom Internet ins Real Life bringen quasi. Ja. Das fängt bei mir schon an bei Rechtschreibung, wenn man zum Beispiel in WhatsApp mit dem Smartphone schreibt oder in Facebook irgendwie mit einem Kumpel schreibt oder einfach nur irgendwie sich austauscht im Internet mit den heutigen hier, ne, Netzwerken, bla bla bla. Ja, das fängt schon an mit Rechtschreibung und zwar, ich bin ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, ich bin auch einer, der scheißt zwar schon ein bisschen auf die Rechtschreibung, wenn ich mit einem Kumpel schreibe, im WhatsApp oder was auch immer. Ich bin halt der typische Alles-Kleinschreib-Typ. Ja, ich bin der, auf Kommas scheiße ich nicht, ja, das ist für mich wichtig, Punkt scheiße ich auch nicht, aber bei mir ist alles halt klein geschrieben. Außer natürlich, wenn ich einen Punkt schreibe und dann macht WhatsApp natürlich automatisch den nächsten Satz groß. Das ist wenigstens etwas. Aber wenn ich zum Beispiel schreibe, das Haus ist blau, naja, dann ist bei mir das Haus klein geschrieben. Ja. Und aber das war es bei mir eigentlich auch schon. Es gibt allerdings Leute, um Gottes Willen, und da gibt es wirklich viele, die fucken einfach komplett auf die Rechtschreibung. Die schreiben keinen Punkt in den Satz und der Satz, oder besser gesagt, der Text ist 5 Zeilen lang und die fucken einfach vollkommen auf den Punkt. Ja, da meint man dann, das ist ein kompletter Satz. Da muss man sich dann das auch noch selber irgendwie zusammenreimen, was der jetzt eigentlich von einem will. Und Rechtschreibfehler ohne Ende. Ich meine, ich habe nichts, wenn ab und zu mal hier so ein Rechtschreibfehler drin ist. Aber so ein kleiner Rechtschreibnazi bin ich dann doch. Dass ich dann sage, hey, ich schmeiß dir gleich einen Duden an den Kopf. Weil manchmal ist es echt extrem. Ja? Für mich ist es wichtig, dass auch im Internet, auch wenn man sich mit Freunden austauscht, die Rechtschreibung
wenigstens passen sollte. Es wird euch im echten Leben weiterhelfen. Es wird euch, wenn ihr noch Schüler seid, in der Schule weiterhelfen. Bitte scheißt nicht komplett auf die Rechtschreibung, Gottes Willen. Also ich lese manchmal Sachen, was will der jetzt eigentlich von mir? Ja? Und wenn es sein muss, dann sucht man halt mal in Google nach, ja? Wie das Wort jetzt geschrieben wird. Ne? Da gibt es auch natürlich die andere Art in Sachen Abkürzungen, wie zum Beispiel LOL, OMG, Roffel, Lmao, Roffelkopter, Zomk, ja, was es da alles gibt. Aus der Nummer bin ich auch so ein bisschen halbwegs draußen. Ich meine, ich bin auch einer, der im Real Life noch LOL sagt. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag, also zumindest, was heißt im Real Life? Ja, gut, es kommt auf diese Situation darauf an. Ja, wenn irgendjemand sagt, ich bin jetzt auf einmal schwul, dann sage ich erstmal LOL. Und das Gleiche ist es, wenn ich zum Beispiel, ich meine, vielleicht habt ihr es schon mal entdeckt bei meinen Live-Commentaries, das sage ich auch, wenn ich tot bin, LOL, ne, zum Beispiel. Das war's aber auch. Ich bin keiner, der sagt OMG oder Roffel oder Lmao. Wenn, dann sagt man es wirklich nur, weil man irgendwie andere verarschen will, weil man es aus Spaß meint. Aber es gibt wirklich Jugendliche, sogar Kinder, die sagen dann, hier, man hört es ja manchmal, wenn man im Zug ist oder keine Ahnung, irgendwo halt im, ne, in der Öffentlichkeit, da kriegt man ja einiges mit. Da höre ich dann manchmal, OMG, hast du das gestern gemacht? LOL, Roffel, ich habe das ja auch so voll cool gefunden. Wow, LOL. Also, bitte. Ja, das, in meinen Augen ist das dann wirklich schon fast Verblödung, weil man, es kann ja keine neue Mode sein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Irgendwann wissen die ganzen Erwachsenen nicht mehr, was die kleinen Kinder von einem überhaupt wollen. LOL, Roffel, Papa, ich habe das gestern voll geowned. Und das ist auch nochmal so eine Sache, so das Wort geowned. Passt perfekt, wenn man gerade am Gamen ist, aber bitte lass das irgendwie im Real Life weg. Ja, wenn man irgendwie sagt, boah, die Schulaufgabe, die habe ich jetzt voll geowned, Alter. Ich habe eine 1 geschrieben, LOL. Nein, Gottes Willen, bitte lass das weg. Wie gesagt, ich bin einer, der gerne mal einen kleinen LOL raushaut, aber ich bin auch wirklich keiner, der jetzt wirklich, ich habe das auch noch nie gemacht, irgendwie OMG dann sagt, ja, zu irgendeinem anderen. Aber ich höre es leider auch viel zu oft von den etwas Jüngeren, sage ich mal, die solche Umgangssprachen dann benutzen. Und da muss ich mir dann echt selber erstmal einen dreifachen Facepalm geben, was das überhaupt soll. Und in meinen Augen gehört das einfach nicht ins echte Leben rein. Ja, in das echte soziale Leben, sage ich mal, wenn man sich anständig mit jemandem unterhalten will. Ihr könnt auch wirklich da richtig auf die Schnauze fallen. Wenn ihr da an den Falschen gerät, der das überhaupt nicht versteht und ihr macht damit weiter oder irgendwie, keine Ahnung, könnt es nicht abstellen, weil ihr es schon so gewohnt seid. Da könnt ihr auch mal gut an den Falschen geraten und euch mal was anhören. Ihr könnt euch da mal was anhören von dem einen oder anderen Falschen. Ja, also da auch wirklich aufpassen. Aber ansonsten, ich meine, wie gesagt, Rechtschreibung sollte wirklich nicht vernachlässigt werden. Ich weiß, es kotzt an mich. Man will die Nachricht, heutzutage muss ja eh alles schnell gehen. Man muss die Nachricht schnell fortschicken, alles muss schnell gehen, der muss sie schnell lesen, er muss schnell zurückschreiben, Punkt. Da kann man sich doch wenigstens dann die 5 Sekunden Zeit nehmen, das sind 5 Sekunden. Und über dieses Wort nachdenken, wie das gerade geschrieben wird, es ist kein Weltuntergang, Freunde. Ja. Ich meine, hier im Spielchat, hier wie zum Beispiel im BF3, der oben links manchmal aufpoppt, da kann man wirklich drauf scheißen. Weil da wirst du angeflammt, wenn du ein Wort mal richtig schreibst, sag ich mal so. Da ist es wirklich egal, weil man da, keine Ahnung, man will halt zocken und nicht jetzt gerade, ne? Man ist ja da nicht in der Schule. Man muss ja auch nicht unbedingt alles wirklich, richtig, unbedingt 100% richtig schreiben. Aber ich zum Beispiel, ich muss mich auch bessern, indem ich halt einfach mal ein paar Sachen auch mal groß schreibe. Ich bin wirklich der komplette When It Hard, alles kleinschreiben Mensch. Und das muss ich auch persönlich ändern, mich kotzt es auch an. Aber es frischt auch einfach ein bisschen die Rechtschreibung von euch auf. Und es wird euch auch, wie gesagt, wenn ihr Schüler seid, weiterhelfen. Oder einfach auch so. Ja. Außerdem kommt es einfach seriöser, wenn du wenigstens halbwegs was richtig hast in deinem Satz. Und wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, zum Beispiel via Internet, kommt das auch wirklich besser, wenn ihr nicht da, hier, wie so ein Rechtschreibleckersteniger darüber kommt.
Also wie gesagt, das sind so meine Gedanken über hier, ne? Die Sprache der Jugend quasi. Es ist alles sehr, nicht ganz so leicht, sagen wir mal so. Lol. Aber mein Wunsch wäre einfach, wenn das einige abstellen würden. Und es ist wirklich schon fast fremdschämend, was man da manchmal auf der Straße hört. Also nach dem Thema, ne? Roffel, Alter, hast du das gestern gesehen bei TV Total? Ja, lol, Alter, war voll lustig, ey. Suboptimal. Also, ja, das ist so ein bisschen das Ende jetzt hier von dem Thema. Auch gleich das Ende vom Gameplay. Ich bin hier natürlich wieder heldenhaft gestorben am Ende. Das ist der Klassiker bei mir. Immer am Ende schön sterben. Aber dein Team hat gewonnen. Ein wirklich knuspriges Gameplay, wie ich gefunden habe. Hat mal wieder gut getan, BF3 anzumachen. Und in diesem Sinne, wir sehen uns bis zum nächsten Commentary. Bis denn. This love.